Renata und Valentin losen, ihr Baby kommt bald. Das ist der Plan für die Geburt. Renata und Valentin werden in wenigen Wochen Eltern. Doch wie lässt sich das mit seiner Let's Dance-Teilnahme vereinbaren? Wow, was für eine Kugel! Am Freitag saß die hochschwangere Renata Lucin, 36, im Let's Dance-Studio und feuerte ihren Ehemann Valentin, 37, an. Bis zur Geburt dauert es nur noch wenige Wochen. Doch kann Valentin überhaupt dabei sein? Das ist der Babyplan von Renata und Valentin Lucin. Der Profitänzer wird in den nächsten Wochen mit Influencerin Ann-Kathrin Bendixen, 24, übers Parkett fegen. Dafür muss natürlich fleißig trainiert werden. Was passiert denn, wenn du jetzt Freitagmorgens den Anruf bekommst? Hakte exklusiv Moderatorin Frauke Ludowig, 60, nach. Die werdenden Eltern haben bereits einen Plan geschmiedet. Die beiden trainieren in Köln. Das ist super praktisch, erklärt Renata. Ihr Zuhause in Düsseldorf ist nur 45 Minuten mit dem Auto entfernt. Natürlich muss er immer erreichbar sein. Wir haben abgemacht, dass er bei der Geburt auf jeden Fall dabei ist. Ich möchte trotzdem, dass er tanzt, dass er seiner Leidenschaft nachgeht. Valentin kann es gar nicht erwarten, Papa zu werden. Es wird auf jeden Fall ein Let's Dance Baby. Ich freue mich auf eine sehr spannende Zeit bei Let's Dance, aber auch auf die wunderschöne Zeit dann zusammen.